Und willkommen zurück. Das ist der Houndpits, Partner. Für Kundschaft geschlossen, der halbe Bezirk als Seuchengebiet markiert. Direkt unter der Nase des Lordregenten und er merkt gar nichts davon. Aha. Wenn jemand herausfindet, was wir hier tun, wird uns die Wache mit gezogenen Schwertern stürmen. Und der Lordregent wird jetzt nach ihrer Flucht die Stadt auf den Kopf stellen. Logisch. Sie haben Admiral Havelock und die anderen Kaisertreuen getroffen? Auf den Admiral kann man zählen. Wenn jemand Ihnen helfen kann, Lady Emily zu finden und Ihren Namen reinzuwaschen, dann er. Okay. J. Entehrt. Schiffer Sammy hatte ich im Fluss. Also ja, es ist ja, wissen wir ja. Freue mich ja mega auf den nächsten Teil. Also auf Cypher 2. Der ist ja noch nicht so Cell-Shading-mäßig, so wie ich das jetzt sehen habe, sondern eher geiler. Ich bin ja Cell-Shading. Ah ja, es ist. Kann man machen. Da drin arbeiten sie rund um die Uhr. Stoßen Sie dazu. Sie werden Ihnen helfen, die wahren Mörder der Kaiserin zu finden. Okay. Halte für, um das Schlüsselloch. Es beginnt also, Admiral. Das ist ja geil. Wir haben ihn gefunden. Selbst nach 6 Monaten Gefangenschaft in Caldridge ist er geschickt entkommen. Ja, kein Wunder. Er war der persönliche Leibwächter der Kaiserin. Sie kennen die Geschichten. Ja, die das ist, es wundert mich immer, Rarics Stimme. Dass die Kaiserin Lady Emily angreifen konnte. Keiner kennt die wahre Geschichte, Trevor. Wir mögen spekulieren, doch die Wahrheit kennen wir nicht. Er ist stark und schnell. Und von... Doch ich hoffe, dass er sich auch auf List versteht. Hier geht es nicht um einen ihrer feinen Maskenbälle, sondern darum, dass wir Menschen töten müssen. Der, ja, Hellboy spricht. Ron Perlman, Synchronsprecher. Nur mit meinem Witz. Aber das ist wie immer ein guter Punkt. Er wird bald kommen und ich freue mich darauf. Ja, da wissen wir nicht schon, was sie für übrigens... Hallo. Wir reden später weiter, Lord Pendleton. Alter. Der Mann der Stunde ist hier. Corvo, ich bin Admiral Havelock, ein wahrer Diener des Kaiserreichs, so wie Sie. Bis der Lord Regent alle verbannte, die seinen Anspruch auf den Thron nicht gut hießen. Und ich bin Lord Trevor Pendleton. In dieser Gruppe repräsentiere ich die Edelleute. Aber der Stand spielt keine Rolle hier im Houndpits Pub. Das ist ein bedeutsamer Moment, Corvo. Ja. Hören Sie. Wir gründeten eine Gruppe von Kaisertreuen, um die Tyrannei des Lordregenten zu beenden und den Thron wiederherzustellen. Wir riskieren unser Leben, doch wir haben uns verpflichtet, Lady Emily zu finden und ihre Krönung zur Kaiserin zu sehen. Große ja. Pläne. Doch ohne sie kann keiner gelingen. Wir brauchen ihre Fähigkeiten, ihr Kampfgeschick. Und wenn sie uns helfen, helfen wir ihnen, die Mörder der Kaiserin zu stellen. Verzeihen Sie, Sie müssen müde sein. Wir reden später weiter, wenn Sie sich ausgeruht haben. Bevor Sie sich zurückziehen, sollten Sie sich bei Piero vorstellen. Manchmal ist er etwas schwierig. Mit seinem genialen Geist hat er das Recht dazu. Jo. Ja, Piero ist Künstler und Techniker in einem. Er wird die Ausrüstung herstellen, die Sie brauchen. Sprechen Sie mit ihm und dann ruhen Sie sich aus. Wir reden später. Okay. Gutes Bier. Gute. Ne? Schon mit Piero gesprochen? Nein. Er stellt die Waffen her, die Sie bei kann Ihrer zapfen? Flucht als Coldridge hatten. Gehen Sie zu ihm. Aprikosentürtchen. Stehst du? Oh, wir brauchen ein Glas. Kann ich... halt. Weil mir das einfach nur so ein Symbol, weißt du? Oh. Können wir die wegstecken? Sofort aufhören! Entschuldigung! Das war nicht gewollt. Hier stehen eigentlich nur leere Flaschen. Wo ist der denn? Aufgrund des erhöhten Infektionsrisikos ist den Schiffen untersagt, im Destilleriebezirk anzulegen. Wer diese Anordnung missachtet, wird zur Behandlung in den überschwemmten Bezirk gebracht.
Ach hier. Alter, Auszug einer Reihe von Zeitungsartikeln von prominenten Naturphilosophen hier, Piero Joplin. Es liegt nicht am Meer, dass der Durchschnittsbürger Sokolovs Elixier meine eigene Form hervorzieht, die als Pieros Arznei erhältlich ist. Ein Name, den ich selbst nicht gewählt habe. Wenn Sie es genau wissen wollen, die Öffentlichkeit hat ihre üblichen Botschaften der ETUD gesprochen. Mit dem Geldbeutel wird sie Sokolovs Form statt meiner eigenen, welcher Meinung nach mindestens genauso gut ist, wenn nicht sogar noch wirksamer ist. Viele wurden über die Beliebtheit dieser Projekte als Mittel zur Erhöhung des Widerstands gegen diese bemerkenswert neue Seuche geschrieben. Ich sage bemerkenswert, weil dieser Stamm mit einer Effizienz ans Werk kehrt, die wir in ganz Geschichte des Kaiserreichs noch nicht gesehen haben. Ich brauche was Zitronen, jetzt sabber ich gerade übelst beim Sprechen. An diese Seuche, die jetzt durch die Straße von Dunval rast, kommt keine andere heran. Ich habe studiert, was sie im Blut der Infizierten anrichtet, und es ist nahezu perfekt, oder besser elegant. Und während es stimmt, dass Pyrrhus Arznei und Sokolovs Elixier, bekannterweise gleichmäßig Körper gegen die solche schützen, besitzt meine Mischung Zutaten, die nun noch nicht komplett erforscht sind, aber die sich an Geist und Seele richten. Und dadurch gewinnt meine Formel dann doch, hier soll das Interesse des Zuschauers geweckt worden sein. Denn wie Sie sehen, ist Sokolovs Elixier mit seinem Schwung auf brachialen animalischen Körper eine krasse Schmiere, die sich besser für Viehzeug eignet. Die feine geheime Varianz in den Wirkstoffen stellen sicher, dass Pyrrhus Arznei sich an jede höhere Funktion richtet, uns von den geistlosen blaukiefrigen Hexenfischen unterscheidet, die in Fremdenhafen herumschwimmen. Aha. Ich will Ihre Waffen und Ausrüstungsgegenstände herstellen. Alles Einzelstück. Für Sie fertige ich die Werkzeuge eines meisterlichen Attentäters an. Aha. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Der Walöltank ist ausgelaufen. Können Sie mir bitte einen neuen Tank von oben holen, während ich diesen hier fixiere? Weil das Öl ist instabil. Eine große Sauerei, wenn es explodiert. Das ist die Hauptressource im Spiel, Walöl, habe ich gelesen. Hiero, nein. Ich werde diese Einkäufe nicht autorisieren. Ein Beutel zerstoßene Kristalle, tivianische Erz, warum können Sie nicht die wertvollen, wunderbaren Metalle von Kristall nutzen? Feder von Kingsbarrow. Wenn Sie Federn brauchen, sehen Sie in den Kopfkissen nach. Vielleicht haben sie in der Akademie alles automatisch und ohne Prüfung bekommen, aber das hier ist mein Unternehmen oder das, was davon übrig geblieben ist. Und wir haben nur ein begrenztes Budget zur Verfügung. Wir haben schon kaum noch Essen, Elixier, Baumaterial und alles andere. Also müssen sie sich etwas einschränken. Solange ich die Rechnung bezahle, werde ich ihre Einkäufe nicht abzeichnen, solange sie nicht absolut notwendig sind. Mein Kupferdraht, kein Kupferdraht mehr, keine seltenen Kräuter. Wenn Sie diese Dinge benötigen, gehen Sie vor die Tür und sammeln Sie sich selbst. Halb Dunwall liegt in Trümmern, also wird niemand etwas vermissen, wenn Sie das alte Zeug nehmen. Admiral Herbert. Nett. Da liegt ein Bauplan oder was? Aha. Ach du Scheiße. Soll ich die jetzt... du Kack. Ich lasse das mal so ein paar Sekunden, warte. Und dann könnt ihr den stoppen und das selber lesen. Ich lese das jetzt nicht alles. So. Das wäre zu viel. Perfekt. Nun rein damit. Perfekt. Vielen Dank, Corbel. Hier, sehen Sie? Die Maske des Attentäters. Sie sind ein gesuchter Mann, also kennt jeder in der Stadt Ihr Gesicht. Aber diese Maske wird Ihnen Angst einjagen. Halten Sie kurz still, damit ich Sie anpassen kann. Bitte sehr. Können Sie gut sehen? Die mittlere Linse ist etwas verschoben. So, besser so? Ich kann noch mehr für Sie herstellen. Verbesserungen für Ihre Ausrüstung, Waffen, Munition. Aber die Lage hier ist ernst. Durchforsten Sie die Stadt nach Wertsachen. Ich verkaufe sie auf dem Schwarzmarkt. Mit dem Geld kann ich dann die Dinge herstellen, die Sie brauchen. Okay. Sagen Sie, was ich für Sie tun kann. Okay, der kann... Was ist das denn? Kabelwerkzeug. Kabelwerkzeug erlaubt es dir, Schaltkreise zu verändern und Sicherheitssysteme nach deinem Wunsch zu manipulieren, wird beim Einsatz verbraucht.
Springmine, eine Falle, die auf Non-Zero befindet. Granaten. Verbesserung. Ach du Scheiße. Werthärtung. Macht das Schwert effektiver, wenn es andere Klingen blockt und wenn du deine Gegner zurückdrängst. Du hast, okay. Können wir uns also leisten. Maskenoptik ermöglicht die Sicht zu vergrößern. Drücke linke. Ah, das ist ziemlich nice. Kugelkapazität. Ich mache erstmal die Maskenoptik 1. Linke Alt-Taste. Okay. Ja, das machen wir. Ja. Weiß, da fällt das weg. Armbrustreichweite. Bringt die Abweichung erhöht die Ziele. Fliegen schneller und weiter. Bolzenkapazität. Kugeln-Artefakt. Ich mache mal das hier. Ja. Kauft es. 5 von 10. Sie müssen müde sein. Es wäre besser, Sie schlafen etwas. Ihr Leben wird bald noch viel komplizierter. Nutzen Sie die Ruhe. Ja, Sie haben mich jetzt. Ich möchte mich erst umsehen, bevor ich zu Bett gehe. Nun gut. Sie müssen es wissen. Sagen Sie mir, wenn Sie noch etwas brauchen. Jojo. Bauen wir die Gegenstände erst seit J. Piero kann Ausrüstung, Gegenstände herstellen und verbessern, wenn du ihn bezahlst. Wenn du gefundene Baupläne zu ihm, zu Piero bringst, kannst du neue Verbesserungen freischalten, die du anschließend kaufen kannst. Du kannst jederzeit auf seine Dienste zugreifen, auf diese Dienste zugreifen, indem du einfach mit Piero sprichst. Hier ist zum Beispiel ein Lernkarte Südtimer. Schraubstock benutzen. Warum? Guck mal, da liegt was. Nur mal, ne? Okay, so. Das Genie. Hat er uns eine geile... Oh. Können wir da den anderen Tank holen? Warte mal. Kann ich die Waffen eigentlich irgendwie wegstecken? Guck mal, da liegt ja der leere Tank. Kann ich den aufholen? Hier ist Werkstattschlüssel, da geht's einfach nur raus, oder nicht? Leeren Tank auswerfen. Das ist cool. Okay, Piero. Sagen Sie, was ich für Sie tun kann. Achso, nix. Achso, ich muss jetzt selber zum Bett gehen. Na gut. Oh, wo ist Bett? Das hier. Kann ich hier noch ein bisschen mich umschauen? Einfach so. Das ist ein bisschen leblos hier, ne? Aber wir sind ja auch in einer Tivianisches Ernst, in einer solchen geplagten Stadt. Deswegen sage ich auch hier gar nichts. Versuchen Sie nicht, Freunde und Familienmitglieder zu beherbergen und zu pflegen, die Blutspuren im Gesicht- und Brustbereich aufweisen. Die einzige Rettungsmöglichkeit besteht darin, Sie der Stadtwache zu übergeben, die Sie zur Behandlung in den überschwemmten Bezirk bringen wird. Na klar, zur Behandlung. Also wie gesagt, ne? Geile Birne hier gegessen. Was du mit einem betrunkenen Walfänger? Was du mit einem betrunkenen? Ich kenne keine Ahnung. Aha. Bei Büchern werde ich das halt wie gesagt so handhaben. Das ist sie kurz. So, öffne. Ja, da werde ich so langsam scrollen. Da könnt ihr nämlich anhalten und könnt das selber lesen, wenn euch interessiert. Ich möchte. Nein, ich lese das nicht alles vor. Das sprengt einfach den Rahmen. Das ist ja Bethesda, die haben es ein bisschen mit Büchern.
Nein, aber ohne Witz, das ist zu viel. War das jetzt sogar dasselbe? Ja, Boss. Geile Toilette. Ne? So machen wir das. Ich glaube, es funktioniert ganz gut. Und, oh, was ist das denn? Hey. Oh, Sie müssen Corvo sein. Ich bin Lydia, zu Ihren Diensten. Ihr Raum oben ist fertig. Als Sie mir sagten, wer es ist, dachte ich, Sie wären älter. Können wir den? Achtung, Bürger von Lanvo. Die Flusskriecher haben sich flussabwärts bis zur Flussmündung sowie in den überschwemmten Bezirk ausgebreitet. Versuchen Sie nicht, einen Flusskriecher zu töten oder sich ihm zu nähern. Alle Gegenstände, die bei solchen Versuchen gefunden werden, sind Eigentum der Regierung. Was ist denn Flusskriecher? Das klingt ja mies. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, Freunde. Da ist was. Sam, geh weg, Lydia. Dein Beute. Ja. Und ich sagte, ciao.